Eine geheime Stadt unter einem Berg in Colorado. Es gibt einen See, Gehwege, Läden und eine Eisenbahn. Ein riesiger Kontrollraum in 60 Metern Tiefe unter dem Central Park. Das Projekt dauert so lange wie der Pyramidenbau, nur mit moderner Technologie. Ein unterirdisches Schienensystem quer durch die USA. Eine unterirdische Magnetschwebebahn ist absolut möglich. Absolutely. Wir kennen die Welt um uns herum, aber auch die Welt unter unseren Füßen. Die Explosion war so heftig, dass viele dachten, in der Nähe sei ein Flugzeug abgestürzt. Niemand wusste von dieser Gasleitung. Und warum wird so vieles, das sich unter der Erde abspielt, geheim gehalten? Wir sollen nicht alles wissen, was Industrie und Regierung treiben. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Bowling Green, Kentucky, 12. Februar 2014. Unter dem National Corvette Museum öffnet sich plötzlich ein riesiger Krater. Der sogenannte Erdfalltrichter verschluckt 8 Oldtimer und seltene Rennwagen. Darunter eine ZR1 Spider, Baujahr 93, eine PPG Pace Car, Baujahr 84 und eine schwarze Corvette aus dem Jahr 1962. Es ist dramatisch. In den USA tun sich immer wieder riesige Erdlöcher auf, zum Teil so groß wie mehrere Fußballfelder. Sie verschlingen ganze Häuser und manchmal sogar Ortschaften. Die Leute haben Angst vor diesen Erdfällen. Man sitzt im Wohnzimmer und hört ein Grollen. Dann jault der Hund auf und verschwindet in einem Loch im Garten. Solche Geschichten machen doch jedem Angst. Erdfälle machen weltweit Schlagzeilen. Sie verschlucken Menschen, Autos und sogar ganze Gebäude. Von 2006 bis 2010 haben sich die in Florida gemeldeten Versicherungsschäden durch Erdfalltrichter mehr als verdreifacht. Dieser plötzliche Anstieg wirft die Frage auf, wie diese Krater in der Erde eigentlich zustande kommen. Sind sie womöglich eine Art Rache der Natur? Oder könnte etwas ganz anderes dahinter stecken? Der Boden in den USA gleicht einem Schweizer Käse. Und das Problem haben wir selbst verursacht, weil wir an Dingen rumfuschen, vor denen wir die Finger lassen sollten. Assumption Parish, Louisiana, 3. August 2012. Ein riesiger Krater öffnet sich direkt unter einer Ortschaft. Er erstreckt sich über rund 10 Hektar und ist gut 200 Meter tief. 350 Anwohner müssen evakuiert werden. Es ist einer der zerstörerischsten und kostspieligsten Erdfalltrichter, die je in den Vereinigten Staaten aufgetreten sind. Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass der Krater durch einen eingestürzten Salzstock entstanden ist, den die Texas Brine Company als unterirdisches Ölreservoir nutzte. Geologen zufolge kann ein solcher Erdfall die Folge unterirdischer Grabungen sein, die den Grund praktisch aushöhlen. Ein sogenannter Tagbruch. Vom Menschen verursachte Erdfälle, also Tagbrüche, sind keine Seltenheit, vor allem im Zusammenhang mit Bergbau. Viele Gegenden wurden unterhöhlt und im Laufe der Zeit kollabieren dort Minen. Dadurch entstehen dann die Trichter im Erdboden.
Das Fundament eines Hauses wird von Pfeilern, Beton und dem Erdboden gestützt. Und wenn wir am Erdboden herumfuschen, vor allem in geologisch empfindlichen Gegenden, kann das katastrophale Folgen haben. Immer neue Berichte über Erdkrater lassen auch in den USA die Sorge wachsen, wo wohl der nächste auftreten könnte. Und viele Menschen fragen sich, was genau eigentlich unter ihren Füßen vorgeht. Tatsächlich existiert in den USA eine riesige unterirdische Infrastruktur. Experten zufolge verlaufen dort Pipelines mit einer Gesamtlänge von 4 Millionen Kilometern. Darunter über 290.000 Kilometer für gefährliche Flüssigkeiten und knapp 3,5 Millionen Kilometer für die Erdgasversorgung. Dazu kommen noch Glasfaserkabel. 30 Millionen Kilometer wurden allein im Jahr 2011 verlegt. Die Amerikaner wären schockiert, wenn sie wüssten, wie viel städtische Infrastruktur unterirdisch verläuft. Wasser- und Abwasserleitungen, Gasleitungen, Glasfaserkabel, all das wird aus Sicherheitsgründen unter der Erde verlegt. Sie kennen das ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt viele Geheimnisse unter der Erde. Unterirdisch ist ja meist gleichbedeutend mit verborgen. Was niemand sehen soll, ist dort gut aufgehoben. Sowas wie Versorgungskabel, Rohre, Leitungen. Viele Leute wissen gar nicht, was alles unter der Erde ist und was dort passiert. Aber dass die Menschen nicht darüber Bescheid wissen, heißt nicht, dass es keine Auswirkungen auf sie hat. Das trifft vor allem auf Großprojekte wie den massiven Ausbau der Keystone-Ölpipeline zu. Die Erweiterung sorgt aufgrund ihrer Ausmaße seit Jahren für hitzige Diskussionen. Bei der Keystone-Erweiterung gibt es Streitigkeiten darüber, wem das Land gehört und wer bestimmt, was darauf geschieht. Das Betreiberunternehmen TransCanada ist gegen mehr als 30 Familien und Farmer vor Gericht gezogen. Vielen Leuten macht es Sorgen, dass ihnen zwar ihr Grundstück gehört, sie aber keinen Einfluss darauf haben, was darunter geschieht. Viele kämpfen dagegen, dass Firmen den Leuten durch Enteignung und andere Mittel ihr Land wegnehmen. Und viele stellen sich die Frage, welche unvorhersehbaren Folgen die wachsende Anzahl unterirdischer Bauten eines Tages haben könnte. Es ist ja logisch, dass mit der Bevölkerungszahl auch der Versorgungsbedarf steigt. Der Platz unter der Erde wird immer wichtiger, keine Frage. Viele Leute machen sich Sorgen, dass unterirdische Projekte von Industrie und Regierung zu Problemen führen. Und in einem gewissen Ausmaß dürfte das tatsächlich so sein. Einige Experten befürchten, dass uns durch unterirdische Infrastruktur eines Tages oberirdische Probleme über den Kopf wachsen. Und tatsächlich können Anlagen unter der Erde nicht nur schwere Schäden im Boden verursachen, sondern auch tödliche Risiken bergen. San Bruno, Kalifornien, 9. September 2010. Eine leckende Erdgasleitung explodiert. Nur 3 Kilometer westlich vom San Francisco International Airport. 8 Menschen kommen dabei ums Leben. Über der Stadt stieg eine gigantische Rauchwolke auf. 100 Meter hohe Flammen schossen in die Luft. Die Explosion war so heftig, dass viele Anwohner dachten, in der Nähe sei ein Flugzeug abgestürzt. Sie wussten nichts von dieser Leitung unter ihren Häusern, geschweige denn, dass sie ein Leck hatte. Selbst der Betreiber wusste nichts davon. Das Leck war niemandem aufgefallen. Wir sollten viel besser darüber Bescheid wissen, was sich unter unseren Füßen abspielt. Es wird viel darüber spekuliert, dass Industrieprojekte, Großbaustellen und Ähnliches sowas auslösen können. Aber selbst wenn es so ist, werden wir es nie erfahren. Dafür ist viel zu viel Geld im Spiel. Aber warum wird ein so großes Netzwerk, das so wichtig für einen funktionierenden Alltag ist,
überhaupt unter die Erde gelegt? Wir sollen nicht alles wissen, was Industrie und Regierung treiben. Es gibt sicher auch gute Gründe, das nicht offen zu diskutieren. Zum Beispiel industrielle oder nationale Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass wir nur über einen Bruchteil aller unterirdischen Projekte Bescheid wissen. Riesige unterirdische Anlagen in den USA können Schutz und Sicherheit bieten. Aber vor allem Geheimhaltung. Einige Menschen sind überzeugt, dass sich tief unter der Erde ein verborgenes Schienensystem befindet. Und zwar nicht für unbemerkte Fahrten quer durch die Stadt, sondern quer durch die gesamten Vereinigten Staaten. An einem durchschnittlichen Werktag nutzen über 5,5 Millionen Menschen die New Yorker U-Bahn, das größte unterirdische Transportsystem der USA. Die Gleise messen insgesamt über 1300 Kilometer. Das entspricht der doppelten Strecke von New York bis nach Washington und zurück. Dazu kommen 468 U-Bahn-Stationen. Doch die wachsenden U-Bahn-Linien sind am Rande ihrer Kapazität. Deshalb baut die Verkehrsgesellschaft MTA eine neue Linie, die auf knapp 14 Kilometern unterhalb der Second Avenue verlaufen soll. Wie diese enorme technische Herausforderung gestemmt wird? Mit einer riesigen Tunnelbohrmaschine. Diese Riesenmaschinen werden in die Erde abgesenkt und dort arbeiten sie sich mit ihrer kreisförmigen Scheibe durch den Boden. So schaffen sie Platz für Tunnel oder Rohrleitungen. Die größten Exemplare haben einen Bohrdurchmesser von über 15 Metern und sind gut 120 Meter lang. Sie graben sich durch alles, von Sand bis Gestein. Für einige deutet der Einsatz solcher Maschinen auf geheime Transportprojekte der US-Regierung hin. Sehr viel obskurere Projekte als die Erweiterung eines U-Bahn-Netzes. Wenn man so etwas an einer militärischen Einrichtung sehen würde, könnte man sich schon fragen, was da vor sich geht. Offenbar würden dort unterirdische Bunker oder Gleise oder sonst was angelegt. Tunnelbohrmaschinen schaffen sehr viel Platz unter der Erde. Unter der Edwards Air Force Base beispielsweise sind riesige Bereiche untertunnelt. Ein unterirdisches Bahnsystem verbindet verschiedene Einrichtungen des US-Militärs. Die Edwards Air Force Base, China Lake, Nellis, Area 51, am Groom Lake und sogar die Dulce Base in New Mexico. Sie sind alle verbunden. Gibt es wirklich unterirdische Transportsysteme in den USA, von denen die Öffentlichkeit nichts wissen darf? Manche vermuten, dass solche geheimen unterirdischen Bahnsysteme nicht nur verschiedene Militärstützpunkte miteinander verbinden, sondern sogar quer durch die Vereinigten Staaten führen, um im Krisenfall Regierungsmitarbeiter in Sicherheit bringen zu können. Das größte Netz, von dem ich weiß, gehört der US Navy. Der Stützpunkt ist in San Diego. Man erreicht es, indem man zu den U-Boot-Bunkern runterfährt. Dort steigt man dann in schienengeführte Waggons ein. Es bringt einen minutenschnell überall hin und ist eine Art Magnetschwebebahn. Magnetschwebebahnen funktionieren nach dem Prinzip der Abstoßung verschiedener Magnetfelder. So wird die Bahn über den Schienen gehalten und auch angetrieben. Ein unterirdisches Magnetbahnsystem wäre absolut denkbar. Wir haben U-Bahnen. Züge und Technologien entwickeln sich ständig weiter. Sicher könnte es auch eines Tages unterirdische Magnetschwebebahnen geben. Nutzen Mitglieder der US-Regierung also womöglich ein unterirdisches Bahnsystem, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß? Oder reisen sogar heimlich per U-Boot, wie manche spekulieren? Walker Lake,
mitten in der Wüste Nevadas. Hier befindet sich eine Niederlassung der Abteilung für Unterwasserkriegsführung der US Navy. Das wirft bei einigen die Frage auf, was Unterwasserkriegsführung mit der Wüste zu tun hat. Eine Navy-Einrichtung mitten in der Wüste. Was treiben die da? Soweit ich weiß, ist dieser See gar nicht tief genug, um Spezialkräfte wie die Navy SEALs ordentlich auszubilden. Aber offenbar gibt es da etwas, von dem wir nichts wissen. Bergen diese Gewässer ein Geheimnis? Zum Beispiel ein verdecktes Unterwassertransportsystem? Angeblich ist der See bodenlos und reicht bis zur Küste bei Santa Cruz. Manche glauben, dass militärische U-Boote von der Küste aus durch einen unterirdischen Wassertunnel bis zum Walker Lake fahren können. Das würde also bedeuten, dass sie unbemerkt vom Pazifik aus bis tief ins Landesinnere vordringen können und dann im Walker Lake wieder auftauchen, weit entfernt von der Küste. Die Navy transportiert alle möglichen Dinge, von denen wir nichts wissen sollen. Sprengköpfe und verschiedenste Munition. Ich habe meine Informationen über die unterirdischen Vorgänge dort von Leuten, die da arbeiten, und der Ansicht sind, die Öffentlichkeit sollte davon erfahren. Während einige überzeugt sind, die US-Regierung nutze Unterwassertransportwege, fragen sich andere, was es mit dem geheimnisvollen Bau unterhalb einer 8 Millionen Einwohnerstadt auf sich hat. Und warum Chaos und Anarchie drohen könnten, sollten jemals die falschen Menschen Zugang dazu bekommen. Der Central Park in Manhattan, New York City. Rund 40 Millionen Menschen besuchen jährlich die sogenannte grüne Lunge der Stadt, um Hektik und Trubel zu entkommen. Aber in 60 Metern Tiefe unter dem Park verbirgt sich eine riesige Anlage, von der die Versorgung zahlreicher New Yorker abhängt. Unterirdische Bauten sind einfach sicherer. Dort kann man leichter kontrollieren, wer Zutritt erhält. Aber worum handelt es sich bei dem mysteriösen Bau unter den Füßen der ahnungslosen Parkbesucher? Es ist ein frisch fertiggestellter, riesiger Steuerungsraum, der seit Jahrzehnten in Planung war. Von hier aus wird der neue Wasserversorgungstunnel für Manhattan kontrolliert. Fire in the hole. Das ist das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte. Anspruchsvoller als das Empire State Building oder die Brooklyn Bridge und die Verrazano Narrows Bridge, die zu ihrer Zeit Rekorde brachen. Dieses Projekt dauert so lange wie der Pyramidenbau, allerdings mit modernerer Technologie. Das Projekt wurde Anfang der 50er Jahre ins Leben gerufen, als man erkannte, dass die Wasserversorgung New Yorks nicht mit der schnell wachsenden Bevölkerung Schritt halten konnte. Damals versorgten zwei riesige Tunnel die Stadt mit Trinkwasser aus teils über 200 Kilometer entfernten Reservoirs. Aber das reichte nicht aus. Jeder New Yorker verbraucht rund 240 Liter Wasser am Tag. Das beinhaltet Trinkwasser, Duschen, Dinge wie Geschirrspüler und industrielle Nutzung. Neben drohender Wasserknappheit sorgte sich die damalige Stadtverwaltung auch um den Zustand der zwei existierenden Versorgungstunnel. Sie leckten ziemlich furchtbar, aber man konnte sie nicht mal eben so einen Tag lang trockenlegen. Dann wären weite Teile der Stadt von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen, was enorme Gesundheitsrisiken birgt. Der dritte Tunnel soll also nicht nur effektiver mehr Wasser liefern, sondern auch endlich die Wartung der beiden älteren ermöglichen.
allow us to do maintenance on the earlier two. Die riesige, 18 Meter hohe Kammer unter dem Central Park kontrolliert den Wasserfluss durch den neuen Tunnel in die durstige Metropole. Aber der Zugang zur Kammer ist gut versteckt. Die Stadt wollte alle vom Wassertunnel Nummer 3 fernhalten, die nicht direkt mit dem Bau befasst waren. Aber warum ist der Zugang im Central Park nicht offen sichtbar? Das ist eine wichtige Schaltzentrale für die Wasserversorgung. Darum wird die genaue Lage geheim gehalten. Niemand soll die Möglichkeit haben, sich daran zu schaffen zu machen. Denn das könnte verheerende Folgen für die Bevölkerung haben. Aber was, wenn es doch jemandem gelingen sollte, das New Yorker Trinkwasser zu manipulieren? Wenn zum Beispiel Chemikalien oder Gift ins Trinkwasser gelangen würden, hätte das viele Schwerkranke oder sogar Tote zur Folge. Oder aber wenn jemand die Wasserversorgung einfach unterbricht, leidet die Bevölkerung unter Dehydratation. Einer der wenigen Notfallwasservorräte in der Stadt wäre der kleine See im Central Park. Das mag nach viel aussehen. Der See ist über 10 Meter tief, er fasst etwa 4 Milliarden Liter Wasser. Aber das deckt nicht mal den Tagesbedarf an Wasser in New York City. Würden die Kontrollkammern in irgendeiner Weise von Angreifern beschädigt, wäre das ein vernichtender Schlag für die Infrastruktur der Stadt. Sollte New York je von der Wasserversorgung abgeschnitten sein, fürchten Experten, dass es in der Folge zu Chaos und Anarchie kommen könnte und ganze Stadtteile verwüstet werden. Die Leute würden Lebensmittelgeschäfte und Waffenläden plündern. Und diejenigen, die dabei leer ausgehen, rotten sich zusammen und kämpfen nur noch ums nackte Überleben. Alle hätten nur noch dieses eine Ziel: Überleben. Aber wer hätte überhaupt ein Interesse daran, New York City ins Chaos zu stürzen? Womöglich ausländische Terroristen, die unbemerkt in die USA gelangt sind, über ein ausgefeiltes Tunnelsystem? Nogales, Arizona, 10. Februar 2014. In einem Wohnhaus nahe der Grenze zu Mexiko stellen US-Fahnder 21 Kilogramm Marihuana und ein halbes Pfund Heroin sicher. Drei Verdächtige werden festgenommen. Aber vor allem, was sie unter dem Haus finden, erschüttert die Ermittler. Ein 147 Meter langer Tunnel zum Drogenschmuggeln. Der längste, der jemals in dieser Gegend entdeckt wurde. Der Supertunnel ist mit Holz ausgekleidet, beleuchtet und belüftet. Er ist so lang wie anderthalb Footballfelder. Und dies ist nur ein Tunnel in einem gigantischen Netzwerk unterirdischer Schmuggelpfade, die bisher an der Grenze der USA entdeckt wurden. Durch diese Tunnel wird alles Mögliche geschmuggelt. Drogen, Geld, Waffen, auch Prostitution und Menschenhandel werden dort betrieben. In Nogales wurden allein in den letzten 5 Jahren über 270 Tunnel entdeckt. Sie enden in Häusern, Bowlinghallen und Kirchen, in Kinderzimmern, unter Öfen und Kühlschränken, in Einfahrten und sogar Hundehütten. Früher schlichen Schmuggler einfach im Schutz der Dunkelheit mit einem Rucksack über die Grenze in die USA. Aber als Ronald Reagan in den 80er Jahren den Kampf gegen illegalen Drogenhandel verstärkte, zogen sie sich unter die Erde zurück.
Ende der 80er entstanden dann zahlreiche Tunnel. Sie waren sehr laienhaft ausgehoben und stürzten häufig ein. Viele Menschen kamen in solchen Tunneln ums Leben. Durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Grenzgebiet veränderte sich der unterirdische Schmuggel nach und nach. 1996 ordnete US-Präsident Bill Clinton vermehrte Patrouillen an, um die Grenze zu Mexiko besser zu sichern. Und 2006 unterzeichnete Präsident George W. Bush den Secure Fence Act, der den Bau von mehr als 1100 Kilometer befestigtem Zaun verfügte. Die Grenze im Südwesten hat sich enorm verändert. Einige Zaunabschnitte wurden vollständig modernisiert, andere ganz neu errichtet. Heutige Schmugglertunnel sind völlig anders als die der 80er. Sie sind beleuchtet und haben richtige Transport- und Schienensysteme. Einige haben sogar Aufzüge und Telefonleitungen. Die geheimen Tunnel sind nicht nur architektonisch anspruchsvoll, sie haben auch eine äußerst lange Bauzeit. Das ist viel Arbeit. Der Bau einiger Tunnel zieht sich sicher über ein ganzes Jahr hin. Aber wer investiert so viel Zeit und Geld in ein solches Geheimprojekt? Es stecken hauptsächlich Drogenkartelle hinter den Tunnelsystemen. Dafür muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Drogenkartellen geht es in erster Linie um den Profit. Daher sind US-Sicherheitsexperten besorgt, dass sie bald noch einen Schritt weiter gehen könnten und sich womöglich mit Terrororganisationen verbünden, um noch mehr Geld an ihren Tunneln zu verdienen. Was, wenn sich profitgierige mexikanische Kartellbosse bestechen lassen, um Terroristen in die USA zu schleusen? Im schlimmsten Fall kommen Terroristen mit Massenvernichtungswaffen in die Vereinigten Staaten. Vielleicht mit noch unbekannten Biowaffen, die sich auf Hunderttausende amerikanische Bürger auswirken. Das wäre durchaus möglich. Hinter beiden Organisationen steht Geld. Die Terroristen brauchen es für ihre Taten, die Drogenschmuggler, um ihr Geschäft in Gang zu halten. Die United States Homeland Security sieht in dieser Möglichkeit eine ernste Bedrohung. Aber nicht nur die Tunnel werden immer moderner. Um den Drogenkartellen einen Schritt voraus zu sein, setzen die US-Behörden neueste Technik ein, die Bewegungen unter der Erde registriert. Sie nutzen Kameras, Drohnen, Satelliten, Sonar. Sensoren spüren anhand von seismischen Wellen Bewegungen in unterirdischen Hohlräumen auf. Mit Hilfe der Technik können die Behörden geheime unterirdische Anlagen aufspüren und zerstören. Aber kann sie auch zu deren Bau eingesetzt werden? Einige sind überzeugt, dass die US-Regierung über fortschrittliche Technologie verfügt, die es ermöglicht, ganze Städte unter der Erde zu errichten. Als in Manhattan die Twin Towers in sich zusammenstürzen und in Virginia Flammen aus dem Pentagon schlagen, herrscht in den USA Fassungslosigkeit. Und es muss davon ausgegangen werden, dass auch Washington D.C. im Visier der Angreifer steht. Während Präsident Bush von einem Termin in Florida über Umwege auf die Andrews Air Force Base geflogen wird, vermuten einige, dass der Secret Service Vizepräsident Dick Cheney gemäß Notfallprotokoll unbemerkt an einen geheimen Schutzort ausfliegen lässt.
Das Ziel seines Helikopters soll demnach 77 Kilometer von Washington D.C. entfernt liegen, tief unter der Erde. Für den Fall katastrophaler Ereignisse, die die Regierung gefährden, gibt es einen Zufluchtsort. Viele sind überzeugt, dass es sich bei dem Zufluchtsort, an den Dick Cheney geflogen wurde, um eine Anlage namens Mount Weather handelt. Mount Weather ist einer der beeindruckendsten unterirdischen Bauten der USA. Er liegt gut 70 Kilometer von Washington D.C. entfernt und wird streng bewacht. Man sollte also lieber nicht versuchen, dort einzudringen. Jedes hohe Tier, jeder Senator und Gouverneur, mit dem ich spreche, kennt Mount Weather in Virginia. Sie dürfen es nur alle nicht vor einer Kamera oder einem Mikrofon bestätigen. Mount Weather ist quasi eine unterirdische Stadt. Man kann sie sich vorstellen wie in einem James-Bond-Film, da wo der Superschurke sitzt. Spekulationen zufolge soll Mount Weather im Kriegsfall als unterirdischer Schutzbunker und Kommandozentrale dienen. Mount Weather ist nicht zufällig so nah an Washington D.C. Sollte in den USA der nationale Notstand eintreten, können der Präsident und seine Mitarbeiter dorthin gebracht werden und die Regierungsgeschäfte fortführen. Einige sind überzeugt, dass Mount Weather für den Fall eines längeren Aufenthalts wie eine Stadt angelegt ist, in der sich im Fall der Fälle Monate oder sogar Jahre überstehen ließen. Es gibt einen See, damit ist also stets für Trinkwasser gesorgt. Zehntausende Menschen könnten dort monatelang leben. Es gibt Gehwege, Läden, eine Eisenbahn und alles ist klimatisiert. Vor allem aber ist die unterirdische Anlage stark befestigt, damit der Präsident dort im Ernstfall geschützt ist. Die gigantische Stahltür von Mount Weather würde sogar einem Atomangriff standhalten. Wenn Mount Weather wirklich als unterirdische Kommandozentrale für den Notfall dient und Menschen dort über längere Zeit leben könnten, gibt es dann womöglich noch weitere verborgene Städte, deren Existenz die US-Regierung geheim hält? Es wäre nur logisch, dass es solche Anlagen auch an der Westküste, im Landesinneren, im Norden und im Süden der USA gibt. Einige sind überzeugt, dass es ein zweites, noch größeres Mount Weather gibt. Und zwar nicht unter einem Berg, sondern unterhalb des Denver International Airports. Solche Verschwörungstheorien gibt es schon, seit der Flughafen gebaut wurde. Hauptsächlich, weil er den Zeitplan und das Budget völlig überschritt. Manche glauben, die Gelder seien in die Errichtung einer geheimen unterirdischen Einrichtung geflossen. Als der Flughafen gebaut wurde, hob man ein riesiges Loch aus. Dort wurden Gebäude errichtet, die dann plötzlich verschwunden waren, als der Flughafen eröffnet wurde. Angeblich sind sie falsch geplant worden und wurden deshalb unter der Erde begraben. Wer soll das denn glauben? Leute, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass sich unter dem Flughafen eine Art Mega-Mount Weather befindet. In Rückkehr zum Planet der Affen führen Menschen ihre Existenz komplett unter der Erde. So läuft das am Flughafen von Denver. Wenn oben Chaos ausbricht, zieht sich die Elite zurück. Wenn man einen unterirdischen Bau geheim halten will, ist ein riesiger Flughafen fernab der nächsten Stadt doch die ideale Tarnung. Ein Flughafen ist ein äußerst sicherer Ort. Es kann nicht einfach jeder herumlaufen, wo er will. Auch der Luftraum darüber wird überwacht. Und vom All aus sieht man nicht wirklich viel. Ein Flughafen ist ein hervorragendes Versteck. Ich würde das so machen. Aber selbst wenn es diese geheimen unterirdischen Bunker am Mount Weather und Denver International Airport wirklich gibt, was bliebe im Falle eines verheerenden Angriffs gegen die USA von der amerikanischen Kultur, Geschichte, Kunst und Bevölkerung?
Einige glauben, dass sich die Antwort in einer unterirdischen Anlage verbirgt, in der die Namen und Daten zahlloser Menschen erfasst sind. Little Cottonwood Canyon, Utah. 25 Kilometer südöstlich von Salt Lake City. Tief in einem Felsmassiv namens Granite Mountain liegt eine geheimnisvolle Anlage. Geschützt durch Stahltore, die sogar einer Atomexplosion standhalten sollen. Die Anlage wird von einer Glaubensgemeinschaft betrieben. Der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Auch bekannt als Mormonen. Die Granite Mountain Anlage der Mormonen wurde rund 180 Meter tief in den Berg geschlagen. Darin haben sie mehrere Stollen errichtet. Es gibt drei Zugangstüren. Eine wiegt 14 Tonnen, die anderen beiden je 9. Einige mögen sich fragen, wozu eine Glaubensgemeinschaft eine solche unterirdische Anlage braucht. Die Antwort ist äußerst pragmatisch. Zur Archivierung einer Unmenge von genealogischen Daten, die auf Mikrofilm gespeichert sind. In den 50er Jahren suchte die Gemeinschaft nach einem sicheren Aufbewahrungsort für ihr riesiges Datenarchiv und entschied sich schließlich, die Stollen im Granite Mountain anzulegen. Sie sagten sich, wenn sie tief genug graben und massive Türen anlegen würden, wäre der Ort atombombensicher. Aber wozu bauen Mormonen einen unterirdischen Bunker, der einen Atomkrieg überstehen kann? Einigen Religionswissenschaftlern zufolge liegt die Antwort in ihrem Glauben daran, was mit Seelen nach dem Tod geschieht. Der Gründer der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Joseph Smith, glaubte, dass die Seele eines Menschen auch nach dem Tod noch zum Mormonentum bekehrt werden kann. Und zwar durch die sogenannte Stellvertretertaufe. Dabei tauchen sie die Stellvertreter, die des Rituals würdig sind, vollständig in einem Wasserbecken unter und verlesen währenddessen die Namen der Toten. Aber wie kommen die Glaubensmitglieder an die Namen Verstorbener, denen die Totentaufe zuteil werden soll? Durch eben diese umfangreiche Sammlung genealogischer Daten. Sie archivieren Volkszählungsunterlagen und Kirchenbücher. Alles, worin sich Namen und Daten von Personen finden. Ihr Ziel ist es letztlich, jeden zu erfassen. Bei ihrer umfassenden weltweiten genealogischen Forschung bekommt die Glaubensgemeinschaft sogar Hilfe von außerhalb. Sie haben eine kostenlose Website, familysearch.org, über die man mit den Daten, die einem bekannt sind, selbst Ahnenforschung betreiben kann. Bei der Anmeldung wird gefragt, ob man Mitglied ihrer Kirche ist. Sagt man nein, bekommt man nur eingeschränkte Informationen. Das ist der Knackpunkt. Sie bekommen alle Informationen, man selbst sieht nur seine Vorfahren. Was passiert mit all den genealogischen Daten? Nach Angaben der Mormonen werden sie auf Mikrofilm gespeichert und im Archiv im Granite Mountain verwahrt. Letztlich geht es ihnen um die Stellvertretertaufe nach dem Tod. Selbst wenn die Welt unterginge, wäre diese Datensammlung dort sicher. Nach Angaben der Mormonen ist das Archiv im Granite Mountain genau darauf ausgelegt, die größtmögliche Katastrophe zu überstehen. Wenn es wirklich ein Geheimbuch der USA gibt, würde es wohl enthüllen, dass sich unter der Erde viel mehr abspielt, als uns bewusst ist. Könnte das riesige Netz unterirdischer Infrastruktur die Lösung für die Probleme der Menschheit liefern? Oder steuern wir auf die Selbstzerstörung zu? Entsteht unter unseren Füßen ein so ausuferndes System verborgener Tunnel,
Bunker und Kammern, dass sie irgendwann unter uns einstürzen und uns mit sich in die Tiefe reißen. Quer durch die gesamten Vereinigten Staaten. An einem durchschnittlichen Werktag nutzen über 5,5 Millionen Menschen die New Yorker U-Bahn, das größte unterirdische Transportsystem der USA. Die Gleise messen insgesamt über 1300 Kilometer. Das entspricht der doppelten Strecke von New York bis nach Washington und zurück. Dazu kommen 468 U-Bahn-Stationen. Doch die wachsenden U-Bahn-Linien sind am Rande ihrer Kapazität. Deshalb baut die Verkehrsgesellschaft MTA eine neue Linie, die auf knapp 14 Kilometern unterhalb der Second Avenue verlaufen soll. Wie diese enorme technische Herausforderung gestemmt wird? Mit einer riesigen Tunnelbohrmaschine. Diese Riesenmaschinen werden in die Erde abgesenkt und dort arbeiten sie sich mit ihrer kreisförmigen Scheibe durch den Boden. So schaffen sie Platz für Tunnel oder Rohrleitungen. Die größten Exemplare haben einen Bohrdurchmesser von über 15 Metern und sind gut 120 Meter lang. Sie graben sich durch alles, von Sand bis Gestein. Für einige deutet der Einsatz solcher Maschinen auf geheime Transportprojekte der US-Regierung hin. Sehr viel obskurere Projekte als die Erweiterung eines U-Bahn-Netzes. Wenn man so etwas an einer militärischen Einrichtung sehen würde, könnte man sich schon fragen, was da vor sich geht. Offenbar würden dort unterirdische Bunker oder Gleise oder sonst was angelegt. Tunnelbohrmaschinen schaffen sehr viel Platz unter der Erde. Unter der Edwards Air Force Base beispielsweise sind riesige Bereiche untertunnelt. Ein unterirdisches Bahnsystem verbindet verschiedene Einrichtungen des US-Militärs. Die Edwards Air Force Base, China Lake, Nellis, Area 51, am Groom Lake und sogar die Dulce Base in New Mexico. Sie sind alle verbunden. Gibt es wirklich unterirdische Transportsysteme in den USA, von denen die Öffentlichkeit nichts wissen darf? Manche vermuten, dass solche geheimen unterirdischen Bahnsysteme nicht nur verschiedene Militärstützpunkte miteinander verbinden, sondern sogar quer durch die Vereinigten Staaten führen, um im Krisenfall Regierungsmitarbeiter in Sicherheit bringen zu können. Das größte Netz, von dem ich weiß, gehört der US Navy. Der Stützpunkt ist in San Diego. Man erreicht es, indem man zu den U-Boot-Bunkern runterfährt. Dort steigt man dann in schienengeführte Waggons ein. Es bringt einen minutenschnell überall hin und ist eine Art Magnetschwebebahn. Magnetschwebebahnen funktionieren nach dem Prinzip der Abstoßung verschiedener Magnetfelder. So wird die Bahn über den Schienen gehalten und auch angetrieben. Ein unterirdisches Magnetbahnsystem wäre absolut denkbar. Wir haben U-Bahnen. Züge und Technologien entwickeln sich ständig weiter. Sicher könnte es auch eines Tages unterirdische Magnetschwebebahnen geben. Nutzen Mitglieder der US-Regierung also womöglich ein unterirdisches Bahnsystem, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß? Oder reisen sogar heimlich per U-Boot, wie manche spekulieren? Walker Lake, mitten in der Wüste Nevadas. Hier befindet sich eine Niederlassung der Abteilung für Unterwasserkriegsführung der US Navy. Das wirft bei einigen die Frage auf, was Unterwasserkriegsführung mit der Wüste zu tun hat. Eine Navy-Einrichtung mitten in der Wüste. Was treiben die da? Soweit ich weiß, ist dieser See gar nicht tief genug, um Spezialkräfte wie die Navy SEALs ordentlich auszubilden. Aber offenbar gibt es da etwas, von dem wir nichts wissen. And I suspect that there is.
Bergen diese Gewässer ein Geheimnis? Zum Beispiel ein verdecktes Unterwassertransportsystem? Angeblich ist der See bodenlos und reicht bis zur Küste bei Santa Cruz. Manche glauben, dass militärische U-Boote von der Küste aus durch einen unterirdischen Wassertunnel bis zum Walker Lake fahren können. Das würde also bedeuten, dass sie unbemerkt vom Pazifik aus bis tief ins Landesinnere vordringen. Eine geheime Stadt unter einem Berg in Colorado. Es gibt einen See, Gehwege, Läden und eine Eisenbahn. Ein riesiger Kontrollraum in 60 Metern Tiefe unter dem Central Park. Das Projekt dauert so lange wie der Pyramidenbau, nur mit moderner Technologie. Ein unterirdisches Schienensystem quer durch die USA. Eine unterirdische Magnetschwebebahn ist absolut möglich. Absolutely. Wir kennen die Welt um uns herum, aber auch die Welt unter unseren Füßen. Die Explosion war so heftig, dass viele dachten, in der Nähe sei ein Flugzeug abgestürzt. Niemand wusste von dieser Gasleitung. Und warum wird so vieles, das sich unter der Erde abspielt, geheim gehalten? Wir sollen nicht alles wissen, was Industrie und Regierung treiben. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Bowling Green, Kentucky, 12. Februar 2014. Unter dem National Corvette Museum öffnet sich plötzlich ein riesiger Krater. Der sogenannte Erdfalltrichter verschluckt 8 Oldtimer und seltene Rennwagen. Darunter eine ZR1 Spider, Baujahr 93, eine PPG Pace Car, Baujahr 84 und eine schwarze Corvette aus dem Jahr 1962. Es ist dramatisch. In den USA tun sich immer wieder riesige Erdlöcher auf, zum Teil so groß wie mehrere Fußballfelder. Sie verschlingen ganze Häuser und manchmal sogar Ortschaften. Die Leute haben Angst vor diesen Erdfällen. Man sitzt im Wohnzimmer und hört ein Grollen. Dann jault der Hund auf und verschwindet in einem Loch im Garten. Solche Geschichten machen doch jedem Angst. Erdfälle machen weltweit Schlagzeilen. Sie verschlucken Menschen, Autos und sogar ganze Gebäude. Von 2006 bis 2010 haben sich die in Florida gemeldeten Versicherungsschäden durch Erdfalltrichter mehr als verdreifacht. Dieser plötzliche Anstieg wirft die Frage auf, wie diese Krater in der Erde eigentlich zustande kommen. Sind sie womöglich eine Art Rache der Natur? Oder könnte etwas ganz anderes dahinter stecken? Der Boden in den USA gleicht einem Schweizer Käse. Und das Problem haben wir selbst verursacht, weil wir an Dingen rumfuschen, vor denen wir die Finger lassen sollten. Assumption Parish, Louisiana, 3. August 2012. Ein riesiger Krater öffnet sich direkt unter einer Ortschaft. Er erstreckt sich über rund 10 Hektar und ist gut 200 Meter tief. 350 Anwohner müssen evakuiert werden. Es ist einer der zerstörerischsten und kostspieligsten Erdfalltrichter, die je in den Vereinigten Staaten aufgetreten sind. Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass der Krater durch einen eingestürzten Salzstock entstanden ist,
den die Texas Brine Company als unterirdisches Ölreservoir nutzte. Geologen zufolge kann ein solcher Erdfall die Folge unterirdischer Grabungen sein, die den Grund praktisch aushöhlen. Ein sogenannter Tagbruch. Vom Menschen verursachte Erdfälle, also Tagbrüche, sind keine Seltenheit, vor allem im Zusammenhang mit Bergbau. Viele Gegenden wurden unterhöhlt und im Laufe der Zeit kollabieren dort Minen. Dadurch entstehen dann die Trichter im Erdboden. Das Fundament eines Hauses wird von Pfeilern, Beton und dem Erdboden gestützt. Und wenn wir am Erdboden herumfuschen, vor allem in geologisch empfindlichen Gegenden, kann das katastrophale Folgen haben. Immer neue Berichte über Erdkrater lassen auch in den USA die Sorge wachsen, wo wohl der nächste auftreten könnte. Und viele Menschen fragen sich: Ein vernichtender Schlag für die Infrastruktur der Stadt. Sollte New York je von der Wasserversorgung abgeschnitten sein, fürchten Experten, dass es in der Folge zu Chaos und Anarchie kommen könnte und ganze Stadtteile verwüstet werden. Die Leute würden Lebensmittelgeschäfte und Waffenläden plündern. Und diejenigen, die dabei leer ausgehen, rotten sich zusammen und kämpfen nur noch ums nackte Überleben. Alle hätten nur noch dieses eine Ziel: Überleben. Aber wer hätte überhaupt ein Interesse daran, New York City ins Chaos zu stürzen? Womöglich ausländische Terroristen, die unbemerkt in die USA gelangt sind, über ein ausgefeiltes Tunnelsystem? Nogales, Arizona, 10. Februar 2014. In einem Wohnhaus nahe der Grenze zu Mexiko stellen US-Fahnder 21 Kilogramm Marihuana und ein halbes Pfund Heroin sicher. Drei Verdächtige werden festgenommen. Aber vor allem, was sie unter dem Haus finden, erschüttert die Ermittler. Ein 147 Meter langer Tunnel zum Drogenschmuggeln, der längste, der jemals in dieser Gegend entdeckt wurde. Der Supertunnel ist mit Holz ausgekleidet, beleuchtet und belüftet. Er ist so lang wie anderthalb Footballfelder. Und dies ist nur ein Tunnel in einem gigantischen Netzwerk unterirdischer Schmuggelpfade, die bisher an der Grenze der USA entdeckt wurden. Durch diese Tunnel wird alles Mögliche geschmuggelt. Drogen, Geld, Waffen, auch Prostitution und Menschenhandel werden dort betrieben. In Nogales wurden allein in den letzten 5 Jahren über 270 Tunnel entdeckt. Sie enden in Häusern, Bowlinghallen und Kirchen, in Kinderzimmern, unter Öfen und Kühlschränken, in Einfahrten und sogar Hundehütten. Früher schlichen Schmuggler einfach im Schutz der Dunkelheit mit einem Rucksack über die Grenze in die USA. Aber als Ronald Reagan in den 80er Jahren den Kampf gegen illegalen Drogenhandel verstärkte, zogen sie sich unter die Erde zurück. Ende der 80er entstanden dann zahlreiche Tunnel. Sie waren sehr laienhaft ausgehoben und stürzten häufig ein. Viele Menschen kamen in solchen Tunneln ums Leben. Durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Grenzgebiet veränderte sich der unterirdische Schmuggel nach und nach. 1996 ordnete US-Präsident Bill Clinton vermehrte Patrouillen an, um die Grenze zu Mexiko besser zu sichern. Und 2006 unterzeichnete Präsident George W. Bush den Secure Fence Act,
der den Bau von mehr als 1100 Kilometer befestigtem Zaun verfügte. Die Grenze im Südwesten hat sich enorm verändert. Einige Zaunabschnitte wurden vollständig modernisiert, andere ganz neu errichtet. Heutige Schmugglertunnel sind völlig anders als die der 80er. Sie sind beleuchtet und haben richtige Transport- und Schienensysteme. Einige haben sogar Aufzüge und Telefonleitungen. Die geheimen Tunnel sind nicht nur architektonisch anspruchsvoll, sie haben auch eine äußerst lange Bauzeit. Das ist viel Arbeit. Der Bau einiger Tunnel zieht sich sicher über ein ganzes Jahr hin. Aber wer investiert so viel Zeit und Geld in ein solches Geheimprojekt? Es stecken hauptsächlich Drogenkartelle hinter den Tunnelsystemen. Dafür muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Drogenkartellen geht es in erster Linie um den Profit. Daher sind US-Sicherheitsexperten besorgt, dass sie bald noch einen Schritt weiter gehen könnten und sich womöglich mit können. Und dann im Walker Lake wieder auftauchen, weit entfernt von der Küste. Die Navy transportiert alle möglichen Dinge, von denen wir nichts wissen sollen. Sprengköpfe und verschiedenste Munition. Ich habe meine Informationen über die unterirdischen Vorgänge dort von Leuten, die da arbeiten, und der Ansicht sind, die Öffentlichkeit sollte davon erfahren. Während einige überzeugt sind, die US-Regierung nutze Unterwassertransportwege, fragen sich andere, was es mit dem geheimnisvollen Bau unterhalb einer 8 Millionen Einwohnerstadt auf sich hat. Und warum Chaos und Anarchie drohen könnten, sollten jemals die falschen Menschen Zugang dazu bekommen. Der Central Park in Manhattan, New York City. Rund 40 Millionen Menschen besuchen jährlich die sogenannte grüne Lunge der Stadt, um Hektik und Trubel zu entkommen. Aber in 60 Metern Tiefe unter dem Park verbirgt sich eine riesige Anlage, von der die Versorgung zahlreicher New Yorker abhängt. Unterirdische Bauten sind einfach sicherer. Dort kann man leichter kontrollieren, wer Zutritt erhält. Aber worum handelt es sich bei dem mysteriösen Bau unter den Füßen der ahnungslosen Parkbesucher? Es ist ein frisch fertiggestellter, riesiger Steuerungsraum, der seit Jahrzehnten in Planung war. Von hier aus wird der neue Wasserversorgungstunnel für Manhattan kontrolliert. Fire in the hole. Das ist das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte. Anspruchsvoller als das Empire State Building oder die Brooklyn Bridge und die Verrazano Narrows Bridge, die zu ihrer Zeit Rekorde brachen. Dieses Projekt dauert so lange wie der Pyramidenbau, allerdings mit modernerer Technologie. Das Projekt wurde Anfang der 50er Jahre ins Leben gerufen, als man erkannte, dass die Wasserversorgung New Yorks nicht mit der schnell wachsenden Bevölkerung Schritt halten konnte. Damals versorgten zwei riesige Tunnel die Stadt mit Trinkwasser aus teils über 200 Kilometer entfernten Reservoirs. Aber das reichte nicht aus. Jeder New Yorker verbraucht rund 240 Liter Wasser am Tag. Das beinhaltet Trinkwasser, Duschen, Dinge wie Geschirrspüler und industrielle Nutzung. Neben drohender Wasserknappheit sorgte sich die damalige Stadtverwaltung auch um den Zustand der zwei existierenden Versorgungstunnel.
Sie leckten ziemlich furchtbar, aber man konnte sie nicht mal eben so einen Tag lang trockenlegen. Dann wären weite Teile der Stadt von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen, was enorme Gesundheitsrisiken birgt. Der dritte Tunnel soll also nicht nur effektiver mehr Wasser liefern, sondern auch endlich die Wartung der beiden Älteren ermöglichen. Die riesige, 18 Meter hohe Kammer unter dem Central Park kontrolliert den Wasserfluss durch den neuen Tunnel in die durstige Metropole. Aber der Zugang zur Kammer ist gut versteckt. Die Stadt wollte alle vom Wassertunnel Nummer 3 fernhalten, die nicht direkt mit dem Bau befasst waren. Aber warum ist der Zugang im Central Park nicht offen sichtbar? Das ist eine wichtige Schaltzentrale für die Wasserversorgung. Darum wird die genaue Lage geheim gehalten. Niemand soll die Möglichkeit haben, sich daran zu schaffen zu machen. Denn das könnte verheerende Folgen für die Bevölkerung haben. Aber was, wenn es doch jemandem gelingen sollte, das New Yorker Trinkwasser zu manipulieren? Wenn zum Beispiel Chemikalien oder Gift ins Trinkwasser gelangen würden, hätte das viele Schwerkranke oder sogar Tote zur Folge. Oder aber wenn jemand die Wasserversorgung einfach unterbricht, leidet die Bevölkerung unter Dehydratation. Einer der wenigen Notfallwasservorräte in der Stadt wäre der kleine See im Central Park. Das mag nach viel aussehen. Der See ist über 10 Meter tief, er fasst etwa 4 Milliarden Liter Wasser. Aber das deckt nicht mal den Tagesbedarf an Wasser in New York City. Würden die Kontrollkammern in irgendeiner Weise von Angreifern beschädigt, wäre das... Was genau eigentlich unter ihren Füßen vorgeht? Tatsächlich existiert in den USA eine riesige unterirdische Infrastruktur. Experten zufolge verlaufen dort Pipelines mit einer Gesamtlänge von 4 Millionen Kilometern. Darunter über 290.000 Kilometer für gefährliche Flüssigkeiten und knapp 3,5 Millionen Kilometer für die Erdgasversorgung. Dazu kommen noch Glasfaserkabel. 30 Millionen Kilometer wurden allein im Jahr 2011 verlegt. Die Amerikaner wären schockiert, wenn sie wüssten, wie viel städtische Infrastruktur unterirdisch verläuft. Wasser- und Abwasserleitungen, Gasleitungen, Glasfaserkabel, all das wird aus Sicherheitsgründen unter der Erde verlegt. Sie kennen das ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt viele Geheimnisse unter der Erde. Unterirdisch ist ja meist gleichbedeutend mit verborgen. Was niemand sehen soll, ist dort gut aufgehoben. Sowas wie Versorgungskabel, Rohre, Leitungen. Viele Leute wissen gar nicht, was alles unter der Erde ist und was dort passiert. Aber dass die Menschen nicht darüber Bescheid wissen, heißt nicht, dass es keine Auswirkungen auf sie hat. Das trifft vor allem auf Großprojekte wie den massiven Ausbau der Keystone-Ölpipeline zu. Die Erweiterung sorgt aufgrund ihrer Ausmaße seit Jahren für hitzige Diskussionen. Bei der Keystone-Erweiterung gibt es Streitigkeiten darüber, wem das Land gehört und wer bestimmt, was darauf geschieht. Das Betreiberunternehmen TransCanada ist gegen mehr als 30 Familien und Farmer vor Gericht gezogen. Vielen Leuten macht es Sorgen, dass ihnen zwar ihr Grundstück gehört, sie aber keinen Einfluss darauf haben, was darunter geschieht. Viele kämpfen dagegen, dass Firmen den Leuten durch Enteignung und andere Mittel ihr Land wegnehmen. Und viele stellen sich die Frage, welche unvorhersehbaren Folgen die wachsende Anzahl unterirdischer Bauten eines Tages haben könnte. Es ist ja logisch, dass mit der Bevölkerungszahl auch der Versorgungsbedarf steigt. Der Platz unter der Erde wird immer wichtiger, keine Frage.
Viele Leute machen sich Sorgen, dass unterirdische Projekte von Industrie und Regierung zu Problemen führen. Und in einem gewissen Ausmaß dürfte das tatsächlich so sein. Einige Experten befürchten, dass uns durch unterirdische Infrastruktur eines Tages oberirdische Probleme über den Kopf wachsen. Und tatsächlich können Anlagen unter der Erde nicht nur schwere Schäden im Boden verursachen, sondern auch tödliche Risiken bergen. San Bruno, Kalifornien, 9. September 2010. Eine leckende Erdgasleitung explodiert. Nur 3 Kilometer westlich vom San Francisco International Airport. 8 Menschen kommen dabei ums Leben. Über der Stadt stieg eine gigantische Rauchwolke auf. 100 Meter hohe Flammen schossen in die Luft. Die Explosion war so heftig, dass viele Anwohner dachten, in der Nähe sei ein Flugzeug abgestürzt. Sie wussten nichts von dieser Leitung unter ihren Häusern, geschweige denn, dass sie ein Leck hatte. Selbst der Betreiber wusste nichts davon. Das Leck war niemandem aufgefallen. Wir sollten viel besser darüber Bescheid wissen, was sich unter unseren Füßen abspielt. Es wird viel darüber spekuliert, dass Industrieprojekte, Großbaustellen und Ähnliches sowas auslösen können. Aber selbst wenn es so ist, werden wir es nie erfahren. Dafür ist viel zu viel Geld im Spiel. Aber warum wird ein so großes Netzwerk, das so wichtig für einen funktionierenden Alltag ist, überhaupt unter die Erde gelegt? Wir sollen nicht alles wissen, was Industrie und Regierung treiben. Es gibt sicher auch gute Gründe, das nicht offen zu diskutieren. Zum Beispiel industrielle oder nationale Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass wir nur über einen Bruchteil aller unterirdischen Projekte Bescheid wissen. Riesige unterirdische Anlagen in den USA können Schutz und Sicherheit bieten. Aber vor allem Geheimhaltung. Einige Menschen sind überzeugt, dass sich tief unter der Erde ein verborgenes Schienensystem befindet. Und zwar nicht für unbemerkte Fahrten quer durch die Stadt, sondern fahren können. Das würde also bedeuten, dass sie unbemerkt vom Pazifik aus bis tief ins Landesinnere vordringen können. Und dann im Walker Lake wieder auftauchen. Weit entfernt von der Küste. Die Navy transportiert alle möglichen Dinge, von denen wir nichts wissen sollen. Sprengköpfe und verschiedenste Munition. Ich habe meine Informationen über die unterirdischen Vorgänge dort von Leuten, die da arbeiten, und der Ansicht sind, die Öffentlichkeit sollte davon erfahren. Während einige überzeugt sind, die US-Regierung nutze Unterwassertransportwege, fragen sich andere, was es mit dem geheimnisvollen Bau unterhalb einer 8 Millionen Einwohnerstadt auf sich hat. Und warum Chaos und Anarchie drohen könnten, sollten jemals die falschen Menschen Zugang dazu bekommen. Der Central Park in Manhattan, New York City. Rund 40 Millionen Menschen besuchen jährlich die sogenannte grüne Lunge der Stadt, um Hektik und Trubel zu entkommen. Aber in 60 Metern Tiefe unter dem Park verbirgt sich eine riesige Anlage, von der die Versorgung zahlreicher New Yorker abhängt. Unterirdische Bauten sind einfach sicherer. Dort kann man leichter kontrollieren, wer Zutritt erhält. Aber worum handelt es sich bei dem mysteriösen Bau unter den Füßen der ahnungslosen Parkbesucher? Es ist ein frisch fertiggestellter, riesiger Steuerungsraum, der seit Jahrzehnten in Planung war.
Von hier aus wird der neue Wasserversorgungstunnel für Manhattan kontrolliert. Fire in the hole. Das ist das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte. Anspruchsvoller als das Empire State Building oder die Brooklyn Bridge und die Verrazano Narrows Bridge, die zu ihrer Zeit Rekorde brachen. Dieses Projekt dauert so lange wie der Pyramidenbau, allerdings mit modernerer Technologie. Das Projekt wurde Anfang der 50er Jahre ins Leben gerufen, als man erkannte, dass die Wasserversorgung New Yorks nicht mit der schnell wachsenden Bevölkerung Schritt halten konnte. Damals versorgten zwei riesige Tunnel die Stadt mit Trinkwasser aus teils über 200 Kilometer entfernten Reservoirs. Aber das reichte nicht aus. Jeder New Yorker verbraucht rund 240 Liter Wasser am Tag. Das beinhaltet Trinkwasser, Duschen, Dinge wie Geschirrspüler und industrielle Nutzung. Neben drohender Wasserknappheit sorgte sich die damalige Stadtverwaltung auch um den Zustand der zwei existierenden Versorgungstunnel. Sie leckten ziemlich furchtbar, aber man konnte sie nicht mal eben so einen Tag lang trockenlegen. Dann wären weite Teile der Stadt von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen, was enorme Gesundheitsrisiken birgt. Der dritte Tunnel soll also nicht nur effektiver mehr Wasser liefern, sondern auch endlich die Wartung der beiden älteren ermöglichen. Die riesige, 18 Meter hohe Kammer unter dem Central Park kontrolliert den Wasserfluss durch den neuen Tunnel in die durstige Metropole. Aber der Zugang zur Kammer ist gut versteckt. Die Stadt wollte alle vom Wassertunnel Nummer 3 fernhalten, die nicht direkt mit dem Bau befasst waren. Aber warum ist der Zugang im Central Park nicht offen sichtbar? Das ist eine wichtige Schaltzentrale für die Wasserversorgung. Darum wird die genaue Lage geheim gehalten. Niemand soll die Möglichkeit haben, sich daran zu schaffen zu machen. Denn das könnte verheerende Folgen für die Bevölkerung haben. Aber was, wenn es doch jemandem gelingen sollte, das New Yorker Trinkwasser zu manipulieren? Wenn zum Beispiel Chemikalien oder Gift ins Trinkwasser gelangen würden, hätte das viele Schwerkranke oder sogar Tote zur Folge. Oder aber wenn jemand die Wasserversorgung einfach unterbricht, leidet die Bevölkerung unter Dehydratation. Einer der wenigen Notfallwasservorräte in der Stadt wäre der kleine See im Central Park. Das mag nach viel aussehen. Der See ist über unter der Erde ein verborgenes Schienensystem befindet. Und zwar nicht für unbemerkte Fahrten quer durch die Stadt, sondern quer durch die gesamten Vereinigten Staaten. An einem durchschnittlichen Werktag nutzen über 5,5 Millionen Menschen die New Yorker U-Bahn. Das größte unterirdische Transportsystem der USA. Die Gleise messen insgesamt über 1300 Kilometer. Das entspricht der doppelten Strecke von New York bis nach Washington und zurück. Dazu kommen 468 U-Bahn-Stationen. Doch die wachsenden U-Bahn-Linien sind am Rande ihrer Kapazität. Deshalb baut die Verkehrsgesellschaft MTA eine neue Linie, die auf knapp 14 Kilometern unterhalb der Second Avenue verlaufen soll. Wie diese enorme technische Herausforderung gestemmt wird? Mit einer riesigen Tunnelbohrmaschine. Diese Riesenmaschinen werden in die Erde abgesenkt und dort arbeiten sie sich mit ihrer kreisförmigen Scheibe durch den Boden. So schaffen sie Platz für Tunnel oder Rohrleitungen. Die größten Exemplare haben einen Bohrdurchmesser von über 15 Metern und sind gut 120 Meter lang. Sie graben sich durch alles, von Sand bis Gestein. Für einige deutet der Einsatz solcher Maschinen auf geheime Transportprojekte der US-Regierung hin.
Sehr viel obskurere Projekte als die Erweiterung eines U-Bahn-Netzes. Wenn man so etwas an einer militärischen Einrichtung sehen würde, könnte man sich schon fragen, was da vor sich geht. Offenbar würden dort unterirdische Bunker oder Gleise oder sonst was angelegt. Tunnelbohrmaschinen schaffen sehr viel Platz unter der Erde. Unter der Edwards Air Force Base beispielsweise sind riesige Bereiche untertunnelt. Ein unterirdisches Bahnsystem verbindet verschiedene Einrichtungen des US-Militärs. Die Edwards Air Force Base, China Lake, Nellis, Area 51, am Groom Lake und sogar die Dulce Base in New Mexico. Sie sind alle verbunden. Gibt es wirklich unterirdische Transportsysteme in den USA, von denen die Öffentlichkeit nichts wissen darf? Manche vermuten, dass solche geheimen unterirdischen Bahnsysteme nicht nur verschiedene Militärstützpunkte miteinander verbinden, sondern sogar quer durch die Vereinigten Staaten führen, um im Krisenfall Regierungsmitarbeiter in Sicherheit bringen zu können. Das größte Netz, von dem ich weiß, gehört der US Navy. Der Stützpunkt ist in San Diego. Man erreicht es, indem man zu den U-Boot-Bunkern runterfährt. Dort steigt man dann in schienengeführte Waggons ein. Es bringt einen minutenschnell überall hin und ist eine Art Magnetschwebebahn. Magnetschwebebahnen funktionieren nach dem Prinzip der Abstoßung verschiedener Magnetfelder. So wird die Bahn über den Schienen gehalten und auch angetrieben. Ein unterirdisches Magnetbahnsystem wäre absolut denkbar. Wir haben U-Bahnen. Züge und Technologien entwickeln sich ständig weiter. Sicher könnte es auch eines Tages unterirdische Magnetschwebebahnen geben. Nutzen Mitglieder der US-Regierung also womöglich ein unterirdisches Bahnsystem, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß? Oder reisen sogar heimlich per U-Boot, wie manche spekulieren? Walker Lake, mitten in der Wüste Nevadas. Hier befindet sich eine Niederlassung der Abteilung für Unterwasserkriegsführung der US Navy. Das wirft bei einigen die Frage auf, was Unterwasserkriegsführung mit der Wüste zu tun hat. Eine Navy-Einrichtung mitten in der Wüste. Was treiben die da? Soweit ich weiß, ist dieser See gar nicht tief genug, um Spezialkräfte wie die Navy SEALs ordentlich auszubilden. Aber offenbar gibt es da etwas, von dem wir nichts wissen. Bergen diese Gewässer ein Geheimnis? Zum Beispiel ein verdecktes Unterwassertransportsystem? Angeblich ist der See bodenlos und reicht bis zur Küste bei Santa Cruz. Manche glauben, dass militärische U-Boote von der Küste aus durch einen unterirdischen Wassertunnel bis zum Walker Lake fahren. 10 Meter tief, erfasst etwa 4 Milliarden Liter Wasser. Aber das deckt nicht mal den Tagesbedarf an Wasser in New York City. Würden die Kontrollkammern in irgendeiner Weise von Angreifern beschädigt, wäre das ein vernichtender Schlag für die Infrastruktur der Stadt. Sollte New York je von der Wasserversorgung abgeschnitten sein, fürchten Experten, dass es in der Folge zu Chaos und Anarchie kommen könnte und ganze Stadtteile verwüstet werden. Die Leute würden Lebensmittelgeschäfte und Waffenläden plündern. Und diejenigen, die dabei leer ausgehen, rotten sich zusammen und kämpfen nur noch ums nackte Überleben. Alle hätten nur noch dieses eine Ziel: Überleben. Aber wer hätte überhaupt ein Interesse daran, New York City ins Chaos zu stürzen? Womöglich ausländische Terroristen, die unbemerkt in die USA gelangt sind, über ein ausgefeiltes Tunnelsystem?
Nogales, Arizona, 10. Februar 2014. In einem Wohnhaus nahe der Grenze zu Mexiko stellen US-Fahnder 21 Kilogramm Marihuana und ein halbes Pfund Heroin sicher. Drei Verdächtige werden festgenommen. Aber vor allem, was sie unter dem Haus finden, erschüttert die Ermittler. Ein 147 Meter langer Tunnel zum Drogenschmuggeln. Der längste, der jemals in dieser Gegend entdeckt wurde. Der Supertunnel ist mit Holz ausgekleidet, beleuchtet und belüftet. Er ist so lang wie anderthalb Footballfelder. Und dies ist nur ein Tunnel in einem gigantischen Netzwerk unterirdischer Schmuggelpfade, die bisher an der Grenze der USA entdeckt wurden. Durch diese Tunnel wird alles Mögliche geschmuggelt. Drogen, Geld, Waffen, auch Prostitution und Menschenhandel werden dort betrieben. In Nogales wurden allein in den letzten 5 Jahren über 270 Tunnel entdeckt. Sie enden in Häusern, Bowlinghallen und Kirchen, in Kinderzimmern, unter Öfen und Kühlschränken, in Einfahrten und sogar Hundehütten. Früher schlichen Schmuggler einfach im Schutz der Dunkelheit mit einem Rucksack über die Grenze in die USA. Aber als Ronald Reagan in den 80er Jahren den Kampf gegen illegalen Drogenhandel verstärkte, zogen sie sich unter die Erde zurück. Ende der 80er entstanden dann zahlreiche Tunnel. Sie waren sehr laienhaft ausgehoben und stürzten häufig ein. Viele Menschen kamen in solchen Tunneln ums Leben. Durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Grenzgebiet veränderte sich der unterirdische Schmuggel nach und nach. 1996 ordnete US-Präsident Bill Clinton vermehrte Patrouillen an, um die Grenze zu Mexiko besser zu sichern. Und 2006 unterzeichnete Präsident George W. Bush den Secure Fence Act, der den Bau von mehr als 1100 Kilometer befestigtem Zaun verfügte. Die Grenze im Südwesten hat sich enorm verändert. Einige Zaunabschnitte wurden vollständig modernisiert, andere ganz neu errichtet. Heutige Schmugglertunnel sind völlig anders als die der 80er. Sie sind beleuchtet und haben richtige Transport- und Schienensysteme. Einige haben sogar Aufzüge und Telefonleitungen. Die geheimen Tunnel sind nicht nur architektonisch anspruchsvoll, sie haben auch eine äußerst lange Bauzeit. Das ist viel Arbeit. Der Bau einiger Tunnel zieht sich sicher über ein ganzes Jahr hin. Aber wer investiert so viel Zeit und Geld in ein solches Geheimprojekt? Es stecken hauptsächlich Drogenkartelle hinter den Tunnelsystemen, der auftreten könnte. Und viele Menschen fragen sich, was genau eigentlich unter ihren Füßen vorgeht. Tatsächlich existiert in den USA eine riesige unterirdische Infrastruktur. Experten zufolge verlaufen dort Pipelines mit einer Gesamtlänge von 4 Millionen Kilometern. Darunter über 290.000 Kilometer für gefährliche Flüssigkeiten und knapp 3,5 Millionen Kilometer für die Erdgasversorgung. Dazu kommen noch Glasfaserkabel. 30 Millionen Kilometer wurden allein im Jahr 2011 verlegt. Die Amerikaner wären schockiert, wenn sie wüssten, wie viel städtische Infrastruktur unterirdisch verläuft. Wasser- und Abwasserleitungen, Gasleitungen, Glasfaserkabel, all das wird aus Sicherheitsgründen unter der Erde verlegt.
Sie kennen das ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt viele Geheimnisse unter der Erde. Unterirdisch ist ja meist gleichbedeutend mit verborgen. Was niemand sehen soll, ist dort gut aufgehoben. Sowas wie Versorgungskabel, Rohre, Leitungen. Viele Leute wissen gar nicht, was alles unter der Erde ist und was dort passiert. Aber dass die Menschen nicht darüber Bescheid wissen, heißt nicht, dass es keine Auswirkungen auf sie hat. Das trifft vor allem auf Großprojekte wie den massiven Ausbau der Keystone-Ölpipeline zu. Die Erweiterung sorgt aufgrund ihrer Ausmaße seit Jahren für hitzige Diskussionen. Bei der Keystone-Erweiterung gibt es Streitigkeiten darüber, wem das Land gehört und wer bestimmt, was darauf geschieht. Das Betreiberunternehmen TransCanada ist gegen mehr als 30 Familien und Farmer vor Gericht gezogen. Vielen Leuten macht es Sorgen, dass ihnen zwar ihr Grundstück gehört, sie aber keinen Einfluss darauf haben, was darunter geschieht. Viele kämpfen dagegen, dass Firmen den Leuten durch Enteignung und andere Mittel ihr Land wegnehmen. Und viele stellen sich die Frage, welche unvorhersehbaren Folgen die wachsende Anzahl unterirdischer Bauten eines Tages haben könnte. Es ist ja logisch, dass mit der Bevölkerungszahl auch der Versorgungsbedarf steigt. Der Platz unter der Erde wird immer wichtiger, keine Frage. Viele Leute machen sich Sorgen, dass unterirdische Projekte von Industrie und Regierung zu Problemen führen. Und in einem gewissen Ausmaß dürfte das tatsächlich so sein. Einige Experten befürchten, dass uns durch unterirdische Infrastruktur eines Tages oberirdische Probleme über den Kopf wachsen. Und tatsächlich können Anlagen unter der Erde nicht nur schwere Schäden im Boden verursachen, sondern auch tödliche Risiken bergen. San Bruno, Kalifornien, 9. September 2010. Eine leckende Erdgasleitung explodiert. Nur 3 Kilometer westlich vom San Francisco International Airport. 8 Menschen kommen dabei ums Leben. Über der Stadt stieg eine gigantische Rauchwolke auf. 100 Meter hohe Flammen schossen in die Luft. Die Explosion war so heftig, dass viele Anwohner dachten, in der Nähe sei ein Flugzeug abgestürzt. Sie wussten nichts von dieser Leitung unter ihren Häusern, geschweige denn, dass sie ein Leck hatte. Selbst der Betreiber wusste nichts davon. Das Leck war niemandem aufgefallen. Wir sollten viel besser darüber Bescheid wissen, was sich unter unseren Füßen abspielt. Es wird viel darüber spekuliert, dass Industrieprojekte, Großbaustellen und Ähnliches sowas auslösen können. Aber selbst wenn es so ist, werden wir es nie erfahren. Dafür ist viel zu viel Geld im Spiel. Aber warum wird ein so großes Netzwerk, das so wichtig für einen funktionierenden Alltag ist, überhaupt unter die Erde gelegt? Wir sollen nicht alles wissen, was Industrie und Regierung treiben. Es gibt sicher auch gute Gründe, das nicht offen zu diskutieren. Zum Beispiel industrielle oder nationale Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass wir nur über einen Bruchteil aller unterirdischen Projekte Bescheid wissen. Riesige unterirdische Anlagen in den USA können Schutz und Sicherheit bieten, aber vor allem Geheimhaltung. Einige Menschen sind überzeugt, dass sich tief eine geheime Stadt unter einem Berg in Colorado. Es gibt einen See, Gehwege, Läden und eine Eisenbahn. Ein riesiger Kontrollraum in 60 Metern Tiefe unter dem Central Park. Das Projekt dauert so lange wie der Pyramidenbau, nur mit moderner Technologie. Ein unterirdisches Schienensystem quer durch die USA. Eine unterirdische Magnetschwebebahn ist absolut möglich. Absolutely. Wir kennen die Welt um uns herum,
aber auch die Welt unter unseren Füßen? Die Explosion war so heftig, dass viele dachten, in der Nähe sei ein Flugzeug abgestürzt. Niemand wusste von dieser Gasleitung. Und warum wird so vieles, das sich unter der Erde abspielt, geheim gehalten? Wir sollen nicht alles wissen, was Industrie und Regierung treiben. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Bowling Green, Kentucky, 12. Februar 2014. Unter dem National Corvette Museum öffnet sich plötzlich ein riesiger Krater. Der sogenannte Erdfalltrichter verschluckt 8 Oldtimer und seltene Rennwagen. Darunter eine ZR1 Spider, Baujahr 93, eine PPG Pace Car, Baujahr 84 und eine schwarze Corvette aus dem Jahr 1962. Es ist dramatisch. In den USA tun sich immer wieder riesige Erdlöcher auf, zum Teil so groß wie mehrere Fußballfelder. Sie verschlingen ganze Häuser und manchmal sogar Ortschaften. Die Leute haben Angst vor diesen Erdfällen. Man sitzt im Wohnzimmer und hört ein Grollen. Dann jault der Hund auf und verschwindet in einem Loch im Garten. Solche Geschichten machen doch jedem Angst. Erdfälle machen weltweit Schlagzeilen. Sie verschlucken Menschen, Autos und sogar ganze Gebäude. Von 2006 bis 2010 haben sich die in Florida gemeldeten Versicherungsschäden durch Erdfalltrichter mehr als verdreifacht. Dieser plötzliche Anstieg wirft die Frage auf, wie diese Krater in der Erde eigentlich zustande kommen. Sind sie womöglich eine Art Rache der Natur? Oder könnte etwas ganz anderes dahinter stecken? Der Boden in den USA gleicht einem Schweizer Käse. Und das Problem haben wir selbst verursacht, weil wir an Dingen rumfuschen, vor denen wir die Finger lassen sollten. Assumption Parish, Louisiana, 3. August 2012. Ein riesiger Krater öffnet sich direkt unter einer Ortschaft. Er erstreckt sich über rund 10 Hektar und ist gut 200 Meter tief. 350 Anwohner müssen evakuiert werden. Es ist einer der zerstörerischsten und kostspieligsten Erdfalltrichter, die je in den Vereinigten Staaten aufgetreten sind. Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass der Krater durch einen eingestürzten Salzstock entstanden ist, den die Texas Brine Company als unterirdisches Ölreservoir nutzte. Geologen zufolge kann ein solcher Erdfall die Folge unterirdischer Grabungen sein, die den Grund praktisch aushöhlen. Ein sogenannter Tagbruch. Vom Menschen verursachte Erdfälle, also Tagbrüche, sind keine Seltenheit, vor allem im Zusammenhang mit Bergbau. Viele Gegenden wurden unterhöhlt und im Laufe der Zeit kollabieren dort Minen. Dadurch entstehen dann die Trichter im Erdboden. Das Fundament eines Hauses wird von Pfeilern, Beton und dem Erdboden gestützt. Und wenn wir am Erdboden herumfuschen, vor allem in geologisch empfindlichen Gegenden, kann das katastrophale Folgen haben. Immer neue Berichte über Erdkrater lassen auch in den USA die Sorge wachsen, wo wohl der nächste